Wunderschönen guten Morgen, Leute. Die Sonne lacht vom Himmel und ich bin noch immer bei meinem Freund hier in Schumpon und der wohnt auf einem ganz kleinen Dorf. Hier geht alles noch sehr ruhig und ja, gemächlich zu. Wird auch Landwirtschaft betrieben und momentan sind wir auf so einer kleinen Farm. Hier werden Pilze angebaut. Ja, das sind seine Schwiegereltern, fleißig bei der Arbeit schon am frühen Morgen. Die Pilze werden geputzt, kommen dann hier ins Körbchen rein und wird alles nach Bangkok transportiert und dort verkauft. Scheint nicht schlecht zu laufen, wenn diese ganzen Körbchen da voll werden. Seht euch mal den Unterschied an. Da, wo die Palmen stehen, das ist Business, ne? Also wird gewerblich genutzt. Und das hier ist pure Natur, alles zugewuchert auf diesem Grundstück. Und daneben an schon wieder, ja, Business, da wird alles freigemacht. Schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Und wir fahren mal weiter. Ich glaube, heute geht es noch zu einem Strand und so ein bisschen kreuz und quer, ohne wirkliches Ziel, in der Gegend rumfahren. Für diejenigen, die teillesen können, jedenfalls ist das der Bang Mut River, ziemlich breit. Auch hinten wieder Fischerdörfchen. Und das ist natürlich mal wieder ein Panorama, weil Leute, den Berg im Hintergrund und hier vorne dieses andere Fischerdorf. Am besten gefallen mir noch immer die Aufnahmen vom Motorrad aus, wenn ich die Kamera in der Hand halte. Aber kann auch mal ziemlich ins Auge gehen. Und ich denke mal, ich lasse das lieber mal sein. Ihr seht ja selber, wie schmal das da teilweise ist. Und auch die Körbchen, die ziehen sich manchmal sehr seltsam zu. Fischereihafen. Da hinten ist Ende. Scheint eine Mole zu sein. Ja, ich fahre dann mit dem Ding raus. Keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. Ja, die Löcher auf jeden Fall. Und da kommen dauernd Krebse raus. Sieht ja schon an, da hinten da. Auch ein richtig großer rum. Ja, wahrscheinlich ein Porsche-Motor drin, so wie der abgeht. Die Treppe führt dann mal zu einem Tempel, da irgendwo in dem Hügel. Die Gegend, in der wir unterwegs sind, wird auch die thailändische Riviera genannt. Was die Gebäude da sollen, habe ich mal wieder keine Ahnung von. Und die Strecke ist sehr, sehr gut ausgebaut. Tolle Straße, macht Spaß, viele Kurven drin. Klasse. Auf geht's, weiter in diese Richtung. Ein riesen Tintenfisch und das Ganze nennt sich Koh Phi Tak. Ich denke mal, da ist da drüben die Insel. Müsste die Insel sein. Logischerweise kann man auch auf die Insel rüberfahren, gibt Übernachtungsmöglichkeiten, allerdings null Plan, was das da kostet. Sind die teurer oder normal? 800 Baht kann man mit leben für eine Insel. Bei Flut steht das Wasser natürlich wesentlich höher. Und hier haben sie auch wieder diese Wellenbrecher. Und wir nehmen an, dass die Tüten Sand enthalten, dass sie auch noch irgendwo, ja, als Wellenbrecher oder als Schutz vor Hochwasser angebracht werden. Da kam letztens bei heftigem Regen eine Schlammlawine runter
und verschüttete die ganze Straße auf dieser Länge. Ja, die Jungs sind da einfach am Bauen aus Bambus und da hinten Getränkeshop. Richard hätte seine Freude an dem Bambus, alles schön gerade. Da liegen nur kleinere Boote. Und von dem Pier fahren die Boote zur Insel. Da wird Anker geworfen. Scheint nichts gefangen zu haben. Wieder schlauer geworden, die Jungs bauen ein Office zum Ticketverkauf und dann geht's damit dem Boot nach zur Insel. Also gekocht werde ich ja nicht. Ich nehme mal zwei Würste, weil ich auch nichts gegessen habe heute Morgen und wir nehmen ein Wasser. Lecker, Thailändische Currywurst. Die Figuren stehen mitten auf der Strecke. Und da seht ihr mal so ein hübsches Körbchen. Der ist natürlich nicht so schön, der Strand. Wir sind Pak Nam Lang Suan. Und das Ganze ist noch eine einzige Baustelle hier. Da das Schiff, das besteht auch aus Beton, wurde mal gebaut, soll ein Café drin sein. Restaurant, das heißt, wenn es geöffnet ist, während Big C war es geschlossen. Auf der gesamten Strecke kaum Verkehr, also man kann da als Motorradfahrer auch noch mal richtig Gas geben, macht wieder auch richtig Laune. Und obwohl der Verkehr so mäßig ist, überall Ressorts mit kleinen Bungalows. Die Preise starten so ab 300 Watt. Ich sah auch zwei, drei Strandbars und sogar einen Surfclub. Also gehe ich mal davon aus, dass am Wochenende inländischer Tourismus herrscht hier. Da war die Batterieuhr plötzlich leer. Also ich gehe davon aus, dass die Thais am Wochenende hier aufschlagen und ihr Wochenende verbringen teilweise. Da wurde gerade Feuerwerk gestartet, leider mal wieder zu spät mit der Kamera dabei. Die Überreste, keine Ahnung, was das jetzt soll. Was haben die in diesem Käfig hier abgefackelt. Kein Nebel, da ist der Dunst vom Feuerwerk. Ich sehe da überhaupt keinen Eingang irgendwo, bis auf das Tor. In Batara befindet sich so ein kleiner Teich mit Karpfen drin. Und hier geht es hoch. Muss ich natürlich für alle alleine machen. Recht stürmische See. Hoffe, der Captain hat alles im Griff. Wirklich eine einzige Baustelle. Ich nehme an, da kommen so kleine Verkaufsstände hin. Café entdeckte ich keins, aber ist so ein kleiner Tempel in dem Gebäude. Ich bin der König der Welt. Komme vor wie Leonardo. Naja, sind ja einige Leute unterwegs. Aber ist ja folgendes, also die kleinen Hütten da, wo die Produkte verkauft werden, egal was, Cola, Fanta oder auch Essen, die kosten im Monat 10.000 bis 15.000 Watt. Wie wollen die Leute denn da noch Profit abwirtschaften? Das ist ja fast unmöglich. Um ehrlich zu sein, Leute, wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet in der Zufahrt, wäre ich ja nicht hochgefahren. Also das war schon heftig. Also ich persönlich würde es nicht mehr machen und bin auch froh, wenn ich da wieder runter bin. Und das will schon was heißen. Also das hier ist ja schon steil. Aber die Zufahrt war noch um einiges steiler.
kann ich euch sagen. Und hier sind wir dann wirklich on the top of the hill. Und das Hunger möchte ein Hamburger essen. Kostet? Guckt, war doch was? Germany. Keine Ahnung. Ja, ja, hab da die Frage drauf. Was? Das ist ja mein Schliebe, ne? Guck mal hier, kleine Stühlchen. Und er repariert sein Moped. Total auseinandergenommen. Und da dann so einem Getränkeladen hier. Wir sind wieder da, wo wir heute Morgen losfuhren. War eine entspannte und coole Fahrt. Und an dem Pier, wo ich meine Wurst saß, und auch an dem Hamburger Stand, kamen wir mit den Thais ins Gespräch. Und Riesenpalaver, woher kommen die, wo wollen die hin, was kosten die Motorräder und so weiter. Keiner von denen sprach Englisch. Und die wunderten sich mal wieder, warum ich Thai spreche. Auf jeden Fall lustige Angelegenheit. Und morgen möchte ich dann, wenn das Wetter mitspielt, nach Surat Thani weiterfahren. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.